klappt, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Versuchen wir es einfach mal. Geht das mit dem Streicheln? Gibt das noch eine Zuneigung? Oh ja, ich glaube, es funktioniert. Okay, streicheln, freut das, gut. So, dann machen wir streicheln. Nicht nach Geistern jagen. So, Zuneigung, Hand beschnüffeln lassen. Zuneigung, streicheln, Hand beschnüffeln lassen. So. Okay. Dann leg mal los, Serena. Hey, wir sind schon sehr, sehr gut befreundet mit dem Tier. Nicht verschwinden. Einladen, im Haushalt beizuwohnen. Das war Minus. Okay, wir müssen beweisen, dass wir allen Tieren freundlich gegenüberstehen. Das heißt, wir müssen beste Freunde mit unserer Katze und unserem Hund werden. Sind wir schon beste Freunde, aber nicht mit der Katze. Und wir müssen Reiten noch perfektionieren. Zuneigung, Hand beschnüffeln, Zuneigung, streicheln, Zuneigung, Hand beschnüffeln, Zuneigung, streicheln. So, schnell, bevor es weggeht. Hand beschnüffeln. Handschnüffel, Schnüffelpuh. Okay, jetzt geht's nach Hause für das Einhorn und für uns geht's auch nach Hause. Wir müssen uns mit unserer Katze noch ein bisschen anfreunden und weiter das Reiten üben. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen und legen uns dann natürlich sofort ins Bett, damit wir auch noch zu einer halbwegs normalen Zeit wieder aufstehen können. So. So klappt das also mit dem Einhorn. Man muss halt dann immer langsam sich ranpirschen. Also erstmal beobachten und dann Nickerchen geben und dann dies und jenes. Warum schläfst du immer auf der Seite? Kann mir das mal jemand verraten? So, er hat Hunger und Hygiene. Das heißt, er nimmt ein Bad und ein Stück weiter ist der Kühlschrank. Hier. Reste Essen. Oh, verdorben. Okay. Dann musst du wohl etwas machen. Waffeln zum Beispiel. So. Er ist auf dem Weg zum Kühlschrank. Weg mit dem alten gammeligen Zeug. So, und er möchte gerne kochen besser lernen. Sie liegt im Bett. So. Und hat Hunger. Hunger, 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 Hunger. Ah, das sind die Waffen, die er gemacht hat. Die packen wir mal in den Kühlschrank. Und dann essen wir davon mal ein bisschen was mit der Serena hier. So. Es ist halt ein sehr schönes Ambiente jetzt hier im neuen Haus. Man kann dann ins Wohnzimmer gucken beim Essen. Kann die Einbrecher einbrechen sehen. Nee, aber man kann halt ins Wohnzimmer, von Wohnzimmer in die Küche und andersrum gucken. Und das finde ich immer ganz cool. Da ist aber auch eine Verbindungstür. Warum hat die Rückenschmerzen vom Reiten? Ach, wegen dem Training hat sie Rückenschmerzen. Aber sie freut sich wegen dem erfüllten Lebenswunsch immer noch ganz doll. So. Genau, trainieren, trainieren. Das wollte sie ja auch perfektionieren, den Kampfsport. Deswegen können wir das ja mal machen. Was wollte er machen? Streicheln. Wo ist die denn, die Mia? Egal, er soll einfach mal meditieren. Weil wir wollten ja mit ihm diese Meditierungsbelohnung bekommen. Wo war die? Hier, 128 Stunden und er muss 150 für diese Belohnung, also nicht mehr lange. So, das Pferd schaut uns zu. Sehr interessant, Mia.
Und wir haben Stufe 10 erreicht von Athletik, also von der Sportfähigkeit. Wir sollen ihr die Hufe auskratzen, okay. Oder besser gesagt, wir wollen ihr die Hufe auskratzen. So, jetzt muss nur noch Kampfkunst gelevelt werden. Dann haben wir noch eine weitere Fähigkeit auf Stufe 10. So, 16 Uhr haben wir schon. Jetzt würde ich vorschlagen, dass sie mal aufhört und mal mit dem Pferd eine Runde reiten geht. So, aufsitzen. Na, jetzt sitzt sie immer noch falsch rum, als ob sie das noch nicht richtig könnte. So. Müsste jetzt gleich ein Level abmachen im Reiten. So, den Feuerreifen schafft sie auch schon gut. So. Mia hat Springen Level 8 erreicht. Und das sieht so aus, als ob die Mia wieder erschöpft ist. Ist sie auch. So. Kann man sein Pferd denn nicht irgendwie reinigen oder so? Zuneigung. Heldenhafte Pose. Ach, wie süß. Verstärkte Maßnahmen, Sattelpflege. Ups. Hufe auskratzen. Das hatte sie sich ja gewünscht. Dann machen wir das mal. So. Okay, dann möchte sie eine Runde duschen. Und er meditiert immer noch ganz brav. So, 21 Uhr. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann lege ich sie einfach noch so lange noch mal eine Runde hin. Dann ist das immer ein bisschen besser, wenn sie ausgeschlafen auf Einhornsuche geht, weil unausgeschlafene Sims, die sind immer so launisch. So, er müsste bald dann seine Belohnung bekommen. Nicht wecken. Na egal, du musst jetzt eh aufstehen. So. Dunkel in der Garage. Okay, das wusste ich nicht. Was hast du mit dem Meditieren hier? Hat er jetzt aber immer noch nicht. Die wurden jetzt noch nicht angerechnet, weil er ja noch am Meditieren ist. Stunden will er meditieren. Na, aber das schafft, das frage ich mich ja. So, okay. Sie unterhält sich gerade mit der Katze und dann schauen wir uns mal wieder um, ob das Einhorn mal wieder zu geben ist. Oder nicht. So. Ah, hier oben. Da, das sieht nach einem Treffer aus. Ich hab das Spiel auf Laufen. Wo ist es denn? Ah, hier hinten. Okay, da hinten ist es. Zuneigung. Hand beschnüffeln lassen. Zuneigung. Streicheln. Wollen ja nicht, dass die Beziehung wieder schlechter wird. So. Sie soll sie jetzt gleich hier hinreisen und sich mit ihm ein bisschen unterhalten. Ich weiß, wir müssen uns mit der Katze noch anfreunden, damit wir. Und das Reiten halt noch lernen. Damit wir mit ihr. Mitmachen können bei einer. Ach, ich bin schon wieder am Pennen halb. Damit wir es nach Hause einladen können. So rum. Ja, ich
Bei der Hitze bin ich so müde, das ist so ätzend. Das waren jetzt komische Gedankengänge. Dementsprechend wusste ich, dass ich gerade Bullshit rede. So, was ist jetzt hier? Wir können es wieder einladen, zum Haushalt beizutreten. Aber das funktioniert hier noch nicht, weil wir noch nicht mit der Katze gut befreundet sind. Jedenfalls vermute ich mal, dass es daran liegt oder halt, dass man nicht so gut reiten kann. So. Okay, es dankt uns ganz doll, deswegen hat es uns jetzt wieder diesen Segen gegeben. Wir werden jetzt wieder nach Hause gehen und uns endlich mit der Katze weiter anfreunden. So. Okay, wo ist denn die Katze? Auf dem Bettchen schlafen. Geh mal hier hin. So. Nicht die Mia rauslassen, sondern wir kümmern uns um die Maggie. Zuneigung, umarmen, Zuneigung, Hand beschnüffeln, Zuneigung, Leckerchen. Zuneigung, reden, Zuneigung, streicheln. Umarmen. Hand beschnüffeln lassen. Okay, Warteschlange voll. Es muss aufs Klo. Sie muss aufs Klo. Wo ist sie denn jetzt schon? Ach so, jetzt sitzt sie bei uns auf dem Arm, wie süß. Leckerchen geben geht dann nur noch. Umarmen. Streicheln. Oh. Okay, der Rest ging soweit auch noch. Nur spielen weiß ich nicht genau, wie das in der Luft funktionieren soll. So, wegen anbetungswürdigen Tier, Baby. Okay. Spielen, jagen. Umarmen. Hand beschnüffeln lassen. Leckerchen geben. Reden. Ich glaube, der Chris steht gerade auf. Streicheln. Wo rennst du denn jetzt schon wieder hin? Ja, wir müssen mit ihr mal beste Freunde werden. Also müssen wir noch was mit ihr machen. Zuneigung, umarmen, streicheln, Schmatzer, reden. Leckerchen. Hand beschnüffeln. So. Zack, zack, zack. Sehe da gar keine Veränderung bei den Balken. Schrecklich. Oh. Du musst dich doch mit der anfreunden, mit der Katze, Mensch. Spielen. Oh. Zuneigung, Leckerchen. Kann sich ja sogar mit Babys anfreunden. Dann werden wir uns ja wohl schaffen, mit so einer Katze anzufreunden. Ja, mit einer Babykatze, ich weiß. Umarmen. Streicheln. So, dann versuchen wir das nochmal. Ich glaube, das diesmal auch. Bisschen. Immer noch nicht gut genug. So. Spielen, jagen. Oh. Zuneigung, umarmen. Schmatzer geben. So. Okay.
Langsam wird es besser mit der Beziehung. Ganz langsam. Wir wollen ja in der nächsten Nacht vielleicht das Einhorn zähmen. Fliegespielen jagen. So. Oh, bist du süß. Zuneigung, Hand beschnüffeln lassen. Streicheln. Umarmen. Schmatzer. Reden. So. Ich verstehe nicht, warum die immer abgebrochen werden, die Optionen. Immer noch keine besten Freunde. Mensch, Kätzchen, ich bin doch schon so lange mit dir befreundet. Sei doch mal meine beste Freundin. Streicheln. Schmatzer. Reden. Leckerchen. Wieso gehen das auch sehr müde? Die muss auch ins Bett, genau wie ich. So, okay. Also wir sehen auf jeden Fall, der Backen steigt. Ganz langsam, aber er steigt. Also immerhin etwas. So. Schmatzer geben. Reden. Leckerchen habe ich, glaube ich, schon. Okay, der Balken steigt weiter. Aber wir sind immer noch nicht beste Freunde. So, reden, Leckerchen und vorspulen. Ha, jetzt haben wir es geschafft. So, dann sollten wir jetzt aber mit ihr lieber noch mal ein bisschen was machen, bevor der Status gleich sofort wieder zurückgeht. Zuneigung, Leckerchen geben. Das hatten wir zwar gerade erst, aber ich glaube, das zweite Mal klappt das noch. So. Und sie ist total müde, dann müssen wir sie bis 24 Uhr ins Bett stecken. Ansonsten wird das nichts mit dem Einhorn heute Nacht. Und ich wette halt, dass wir noch Reiten auf Level 5 machen müssen. So, okay. Bis 12 Uhr und dann versuchen wir es nochmal mit dem Pferd, falls das Pferd da ist. Na gut, dann legt euch so ins Bett. Hauptsache, ihr schläft nicht mehr im Sarkophag oder im Gästebett. So schlimm schnarcht keiner von denen. Und da sammelt sich ein riesiger Wäscheberg an, den ich hier in der Spiegelung sehe. Und da haben wir auch 0 Uhr. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das schon reicht, um sich mit dem Einhorn anzufreunden. Oder ob man noch ein bisschen. Da ist es. Oder. Nee, das war wieder ein Alien. Das da. Ach, das ist ein Stück Haus. Ja, gut, dann ist heute Nacht hier nichts los. Ich mache jetzt aber auch Schluss. Haben jetzt genug Folgen aufgenommen und ich bin auch müde und lege mich nochmal eine Runde hin. Sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Eure Motoko.